muss man überlegen, den kompatiblen US-Standort in Schulenfeld zu erhalten. Redaum hat seinen Amt als Geschäftsführer der staatlichen Betreibergesellschaft heute angetreten. Italienische Richter haben eine Gesundheitsprüfung für den früheren italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi angeordnet. In eine Mailänder gebieten. Er behauptet, dass eine Augenerkrankung ihn daran hindere, an dem sogenannten Blindenprozess teilzunehmen. Die Staatsanwaltschaft in Neapel vermutet hinter dem Krankenhausaufenthalt eine Verzögerungstaktik. Bereits in der vergangenen Woche war Berlusconi in einem Anwaltsverfahren zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Der Schuldspruch ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Neuer Trainer des Fußball-Bundesligas in Waldorf ist Franz Kramer, Franz von der 20-Mannschaft des Liga-Konkurrenten Hoffenheim, verkleiden beide Vereine mit. Fürth ist Tabellenletzter. Das Wetter: in der Nacht meist bewölkt, etwas Schneefall. Im Süden Regen, später von Westen her stärkerer Schneefall. Im äußersten Nordosten aufklaren. Dies wird den minus 2 bis minus 2. Minus 4.